von den Sternen kommen wir jetzt zu den Stars des Rocks. AC/DC, 50 Jahre gibt es die jetzt schon. Und die Fans fragen sich, gibt es noch mal eine Welttournee? Jetzt gibt es möglicherweise Hoffnung, denn in einer Münchner Stadtratssitzung ist dem Oberbürgermeister angeblich rausgerutscht, dass an einem bestimmten Tag nächstes Jahr das Olympiastadion nicht mehr gebucht werden kann, weil dort AC/DC auftreten. Wurde dort also eine bisher geheime Welttournee der australischen Mega-Rockband geleakt? Unser Reporter hat sich dahinter geklemmt. Die Rock-Legenden von AC/DC live in München. Viele Fans hatten befürchtet, dass der Auftritt im Olympiastadion vor 8 Jahren der letzte gewesen sein könnte. Aber angeblich ist dem Oberbürgermeister herausgerutscht, dass die Hardrocker von Down Under nächstes Jahr nochmal an die Isar kommen. Ich will herausfinden, was da dran ist und recherchiere mit meinem Team vor Ort. Die Gerüchteküche im Netz brodelt auf jeden Fall heftig. Alle Quellen beziehen sich auf die ominöse Äußerung von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der ist zunächst nicht erreichbar, also tun wir das Nächstliegende und schauen im Olympiapark vorbei. Wenn jemand weiß, ob an einem bestimmten Datum das Stadion ausgebucht ist, dann doch wohl das Management. Aber hier habe ich kein Glück. Also erstmal Anruf in der Pressestelle. Dort bekomme ich die mittlerweile übliche Ansage, schicken Sie mir eine Mail. Das geht mittlerweile auch mit dem Smartphone und ist gleich erledigt. Kurz darauf kommt die Antwort und die lässt aufhorchen. Ja, es gibt ein Open Air an dem Tag, aber wer spielt, wird noch nicht verraten. Ja, die machen es aber spannend. Also dann halt Brachialrecherche. Wir platzen einfach mal direkt beim OB rein. Sind dem Rockfan und selbst praktizierenden Gitarristen da ein paar Leaks rausgerutscht? Sprich, haben Sie was verraten tatsächlich an der Stadtratssitzung? Nee, es kann sein, dass ich was verraten habe. Ich wusste gar nicht, dass es so geheim ist. Aber es war einfach die Antwort auf eine Frage, die sich gestellt hat im Stadtrat, nämlich warum ein Auftaktkonzert des Fanfests zur Euro 2024 ist, warum es nicht im Olympiastadion stattfindet. Und ich wusste, warum es nicht im Olympiastadion stattfindet, weil da AC/DC spielt. Und insoweit habe ich das ganz frei und offen gesagt. Ich denke auch, das ist kein Geheimnis und ich denke, AC/DC wird da das Olympiastadion füllen. Also, da hat sich die Recherche dann doch gelohnt. Ich glaube, damit können wir den weißen Rauch aufsteigen lassen. Und AC/DC-Fans können, glaube ich, ziemlich fest damit rechnen, dass am 12. Juni nächstes Jahr AC/DC hier im Olympiastadion spielt.